Heute gibt es wieder ein Schwangerschaftsupdate. Und zwar bin ich jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche. Also berichte ich euch aus der letzten Woche. Ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht. Und da kommen wir auch schon zu dem ersten Thema, der Schwangerschaftsdemenz. Also es ist bei mir wirklich im Moment so, dass ich wirklich alles vergesse. Also beziehungsweise ich will gerade einen Satz anfangen und habe im gleichen Moment schon wieder vergessen, was ich überhaupt sagen wollte. Zum Beispiel, manchmal frage ich meinen Mann irgendwas und 5 Minuten später frage ich ihn das gleiche nochmal. Und ja, das nervt mich schon ein bisschen. So, was ist diese Woche noch Schönes passiert oder auch nicht Schönes? Ich habe euch letztes Mal gar nicht erzählt, dass ich schon seit längerem halt Milcheinschuss habe. Also halt, es ist jetzt nicht so, dass es richtig läuft. Aber es kommen halt immer so ab und zu mal ein paar Tropfen raus. Das habe ich jetzt auch schon ziemlich lange, ich würde sagen so seit der 29. Schwangerschaftswoche fing das so langsam an. Ich habe mir das immer ganz anders vorgestellt, also halt weißlich, wie man sich halt Milch vorstellt. Aber es ist total gelb, fast schon orange. Ja, das ist der Milcheinschuss und ja, ich war ganz überrascht, aber na gut. Dann zum Thema Schlafen, habe ich euch letztes Mal schon gesagt, dass es wirklich anstrengend ist teilweise, man keine Position mehr findet. Mittlerweile zieht es auch echt in den Beinen, finde ich, weil, ja wie gesagt, man schläft nur auf der Seite und irgendwann ist auch die Seite so ein bisschen abgelegen und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber auf jeden Fall bin ich froh, wenn das vorbei ist. Der Bauch allgemein, finde ich, ist jetzt nicht so gewachsen. Ich habe sogar eher manchmal das Gefühl, dass er irgendwie kleiner geworden ist. Er ist auf jeden Fall nochmal tiefer gerutscht. Das merkt man oder sieht man auch. Und ich merke das auch jetzt total beim Liegen, dass man viel besser atmen kann und man nicht das Gefühl hat, irgendwie alles wird gerade total zerdrückt. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie euer Bauch im Moment aussieht, ob ihr auch das Gefühl habt, dass er kleiner geworden ist. Also jetzt nicht unbedingt richtig klein, aber er sieht einfach anders aus, genau. Dann habe ich mich diese Woche wieder übergeben. Ich glaube, die hat mir wieder so auf dem Magen rumgeturnt und da reingeboxt. Ich hatte vorher eigentlich gar nicht so viel gegessen. Ich glaube Nudeln. Und dann wurde mir auf einmal ganz plötzlich total schlecht. Ich habe mich übergeben und ich hasse es, mich zu übergeben. Also ich finde es einfach widerlich. Und da war ich auch wieder mal richtig froh, dass ich wirklich diese ganze Schwangerschaftsübelkeit nicht hatte, die ganze Schwangerschaft über. Da war ich wirklich froh. Und wie gesagt, danach ging es mir danach auch wieder blendend. Also es ist wirklich immer nur einmal, dass es dann, ja. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nochmal passiert, weil es wirklich... Dann habe ich seit längerem schon immer halt, dass ich morgens wach werde, so um 7 und total Hunger habe. Aber es dann einfach auch nicht einsehe, jetzt aufzustehen, um mir was zu essen zu machen, weil ich eigentlich noch total fertig bin oder kaputt bin oder müde bin. Und dann versuche ich immer nochmal zu schlafen, aber dann grummelt der Bauch und dann habe ich auch irgendwie ein schlechtes Gewissen und... Ich denke, der Körper sagt einem ja schon, was los ist und ja, dann mache ich mir doch meistens was zu essen. Aber manchmal, wenn ich das dann einfach ignoriere und weiter schlafe und ich dann morgens aufstehe, beziehungsweise dann wach bin, dann denke ich, ich hatte doch eben so einen Hunger. Auf einmal ist alles weg und ich kann gar nichts mehr essen. Also schreibt mir mal, wie es bei euch ist. Dann habe ich total den Nestbautrieb, auch schon seit mehreren Tagen. Also ich bin nur am Rumrotieren und Rumräumen und mir Notizen machen. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, die Gardinen nochmal vorher zu waschen. Dann will ich vorher nochmal die Matratzen bei uns waschen, also beziehungsweise da sind nochmal so eine extra Bezüge, die möchte ich gerne vorher waschen. Und bin immer schon so am Plan zeitlich, so dass alles schön frisch ist, aber halt trotzdem noch den Geruch von mir und meinem Mann hat, weil das ist ja ganz wichtig für die, dass sie so einen vertrauten Geruch haben. Und ich bin auch total dabei, wie gesagt, die letzten Vorbereitungen zu treffen,
nochmal zu fragen bei Freundinnen, die schon Baby haben, was ich noch brauche. Und ich habe wahrscheinlich sowieso viel zu viel mittlerweile. Wie viel Windeln man am Anfang braucht, dann bin ich aber überlegen, ob ich mir schon Milchnahrung kaufen soll. Wobei, wenn ich will ja eigentlich stillen, aber wenn es nicht klappt und ich habe nichts da und es ist vielleicht Sonntag oder sonst was, dann wäre es vielleicht ganz gut. Schreibt mir mal, wie ihr es gemacht habt oder wie ihr es handhabt. Und schreibt mir vielleicht auch mal, welche Milch ihr empfehlen würdet oder für welche ihr euch entschieden habt, falls es mit dem Stillen nicht klappt. Weil da bin ich auch immer so im Drogeriemarkt so am Gucken und eigentlich steht ja überall das Gleiche drauf. Aber alles ist unterschiedlich teuer. Das würde mich mal interessieren. Ich werde mich da auch nochmal reinfuchsen und wenn ich mich vielleicht entschieden habe, euch das dann sagen. Genau. Dann die Bewegung von meinem kleinen Mädel. Die haben mir vorgestern ziemlich Sorgen gemacht. Da hatte sie sich kaum bewegt, also immer nur so ganz leicht einmal angeklopft und ich bin ja dann da immer gleich so aus dem Häuschen und denke, oh, was ist jetzt wieder mit ihr und was heißt wieder? Es war bisher zum Glück noch gar nichts. Und da war ich wirklich am Überlegen, ob ich ins Krankenhaus fahren soll und mal checken lassen soll, ob es der Kleinen gut geht. Mein Mann hat auch von seiner Arbeit so ein Stethoskop, habe ich versucht, ihr Herz zu hören, aber das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und als ich mich dann entschieden habe, loszufahren, beziehungsweise mich auf den Weg zu machen, na, dann ging es dann wieder los und sie hat sich gemeldet und ich weiß nicht, ob sie es vielleicht gespürt hat, dass Mama sich Sorgen macht und dann mal Hallo gesagt hat. Aber das finde ich immer so komisch. Sie hat halt immer so Ruhetage, dann wieder so Tage, wo sie mich den ganzen Tag boxt und das teilweise wirklich unangenehm ist. So wie gestern zum Beispiel. Ich wollte schön schlafen und die Kleine meinte, sie müsste erstmal noch ein bisschen Gymnastik machen in meinem Bauch. Und ja, es ist aber auch auf jeden Fall wunderschön zu sehen und das zu fühlen. Und ja, da war ich dann wieder beruhigt und ja, wie gesagt, da bin ich auch froh, wenn das irgendwann vorbei ist, sich nicht immer so viel Sorgen machen zu müssen. Weil man denkt ja wirklich permanent ans Kind und es gibt, glaube ich, keine Sekunde bei mir, an dem ich nicht meinen Bauch begutachte oder irgendwie daran denke. Ja. Sonst ist soweit diese Woche eigentlich nichts passiert. Eigentlich hatte ich auch keine Beschwerden. Und die verstopfte Nase, die wird jetzt so ein bisschen freier, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, dass das so bleibt, weil es auch schon ziemlich anstrengend ist, manchmal immer durch den Mund zu atmen. Ja, aber ansonsten gab es diese Woche eigentlich nicht so viel. Ja, viele Fragen habe ich auch an euch und ich würde mich freuen, wenn ihr mir die in den Kommentaren beantwortet oder wir uns da ein bisschen austauschen können. Dann zeige ich euch nochmal meinen Bauch, weil das die meisten ja interessiert. Und dann war es das auch schon. Von der Seite mit Klamotten diesmal. Von vorne. Von der anderen Seite. Und jetzt einmal ohne. Von vorne. Die Linie zieht sich auch immer weiter hier hoch. Aber bei mir ist sie nicht so deutlich wie bei manchen anderen Frauen. Von der Seite. Also ich finde, er sieht ein bisschen kleiner aus. Ja, das war mein Bauch. So, ihr Lieben, das war jetzt mein Bauch. Ihr habt gesehen, er hat sich wieder ein bisschen gesenkt. Also ich finde, man sieht es, dass er sich ziemlich gesenkt hat. Und ja, wir sehen uns. Tschüss!